Hallo zusammen, ich bin wieder zurück, euer Gotti ist wieder da und es geht endlich weiter. Ich will euch auch gar nicht lange mit Einzelheiten aufhalten, was ich gemacht habe und so weiter. Das kann man auch mal an anderen Videos erklären. Jetzt geht es wieder an das beliebte Format, das ihr so gerne angenommen habt, und zwar die Beantwortung eurer Fragen. Denn es haben sich einige Fragen gehäuft in den letzten 2 Wochen. Und an dieser Stelle nur mal ganz kurz nebenbei, wir haben die 1000er-Abo-Marke geknackt. Vielen Dank dafür und jetzt machen wir direkt weiter. Zur Belohnung gibt es jetzt wieder fast täglich Videos. Ich hoffe, ich verspreche hier nicht zu viel. Und natürlich gibt es noch das 1000-Abo-Special. Aber kommen wir zur ersten Frage, die ich hier habe. Und zwar von Coffee for Free. Was spricht denn gegen Intensitätstechniken in jedem Training anzuwenden? Kann es sein, dass man sich dadurch das ZNS, zentrales Nervensystem, frittiert? Genau, Volltreffer. Also mehr oder weniger überforderst du nicht nur das zentrale Nervensystem. Es kann sein, dass das standhält. Aber natürlich auch den Muskel. Und es gibt auch weniger Platz nach oben. Wenn du den Muskel also jedes Mal so sehr kaputt machst und zerstörst mit diesen Intensitätstechniken, kann es auch einfach sein, dass der sich nicht mehr so gut erholt. Denn es ist Stress für alles. Es ist Stress für deine Sehnen, es ist Stress für deine Gelenke und es ist Stress, natürlich ist es auch Stress für deine Muskeln und das zentrale Nervensystem. Und dann kommt es darauf an, mit welchen Muskeln du das machst. Es kann sein, dass es für den Bizeps, Trizeps, Schultern besser ist. Und da kann man es auch tatsächlich eigentlich bei jedem Training einbauen, denn diese Muskeln sind schwerer zu erreichen, wesentlich ausdauernder als die meisten anderen. Aber wenn du das einmal mit den Beinen zum Beispiel machst, mach mal ein paar Intensitätstechniken bei Kniebeugen, Dropsätze oder so, dann ist man meistens nach einem Satz komplett fertig. Und dann frittiert man das ZNS ordentlich, beim Bizeps weniger, weil es einfach viel weniger Muskeln sind, die insgesamt involviert sind. Dieser kleine Teil hier macht eben nicht so viel aus wie die Beine. Und natürlich ist es auch das Gewicht. Bei Kniebeugen wirst du schnell über 100 Kilo dann benutzen. Und wenn du dann Dropsets machst, Intensitätstechniken, andere benutzt, dann ist es natürlich wesentlich krasser, während du für diesen kleinen Part hier dann eben vielleicht 15 Kilo benutzt. Und das ist eben nicht so dolle. Deswegen damit aufpassen, gerade bei den großen Muskelgruppen ein bisschen sparsamer sein, aber du wirst da deinen eigenen Rhythmus finden. Grundsätzlich gibt es hier auch keine Faustregel. Aber ich kann dir empfehlen, bei Bizeps, Trizeps und Schultern, tendenziell bei den Muskeln, wo du weniger Muskelkater reinbekommst, weil das ist auch ein ausschlaggebender Faktor dafür, vielleicht nicht wie stark sie wachsen, ich weiß, allerdings eben wie hart ihr sie trefft. Und wenn du grundsätzlich Muskelkater, wie die meisten, in der Brust bekommst, brauchst du da wahrscheinlich weniger Intensitätstechniken, weil du es nicht intensiver gestalten musst. Hast du aber selten nur Muskelkater, wie die meisten von euch im Bizeps, dann lohnt es sich doch da mal Intensitätstechnik einzuführen. Und plötzlich spürt ihr vielleicht am nächsten Tag ein bisschen was im Bizeps. Ist ja auch eine super Sache. Und bei manchen Muskeln findet ihr vielleicht heraus, könnt ihr es tatsächlich jede Woche mit einbauen. Insofern ja, aber es kommt eben immer auf den Muskel an, auf die Übung an und auf das Gewicht an, das du benutzt. Nächste Frage kommt von Kompott. Hey Gotti, ich finde deinen gesamten Content super. Ich höre leider nur von den meisten, wie man am besten abnehmen kann und am besten definiert und so weiter. Könntest du eventuell ein Video für die sogenannten Hardgainer machen in Bezug auf Training und Ernährung? Weil ich habe schon vielen Leuten gehört, dass man ohne 3000 Kalorien mindestens zu essen, wird man nicht aufbauen. Oder man soll nicht zu viel Zeit im Gym verbringen, da man zu viel Energie verbrennt. Was sagst du dazu? Zum einen, es gibt ein paar Videos auf diesem Kanal, die schon sich ein wenig um dieses Thema kümmern. Ich weiß aber nicht, wie präsent ich das jemals gemacht habe. Ich habe es schon sehr oft erwähnt, ich selbst bin der Hardgainer Nummer 1, der König aller Hardgainer. Das klingt jetzt wieder so, als wäre es so ein Werbeversprechen, aber ihr wisst, ich bewerbe hier nun mal nichts. Ich habe zumindest in meiner Zeit noch niemanden kennengelernt, auch das kennt schon viele von euch, weil ich das schon öfters gesagt habe, kennengelernt im Gym als Partner, Trainingspartner, Freunde von mir, Bekannte von mir, Leute, die ich einfach nur im Gym kennengelernt habe, aber auch später Klienten von mir und so weiter, die eine noch schlechtere Genetik für den Muskelaufbau hatten als ich. Habe ich tatsächlich noch nicht kennengelernt. Insofern nur ein kleiner Auszug und das beantworte ich auch schon zur Hälfte deine Frage, was ich gemacht habe, um über einen gewissen Punkt zu kommen. Über einen gewissen Punkt meiner körperlichen Präsenz, meines Gewichts, meines Körpergewichts und so weiter. Und zwar war das bei mir so, zwischen 75 und dann die Grenze über 80 Kilo zu kommen. Um die zu erreichen, brauchte ich einige Jahre, als ich mich darauf konzentriert habe, in der Universität damals, als ich studiert habe. Und da habe ich mich auch mehr ums Bodybuilding kümmern können und das viel intensiver gemacht. Damals habe ich meinen Wecker gestellt, meinen Handywecker, und alle 2,5 Stunden hat er gepiept und ich sollte essen.
alle 2,5 Stunden. Jetzt ging das auch nachts weiter. Ja, das sind ganz extreme Maßnahmen. Ich bin also schlafen gegangen und nach 2,5 Stunden aufgewacht. Dann musste ich müde, taumelnd ab in die Küche und dann gab es nochmal eine Mahlzeit. Meine erste Mahlzeit waren meistens 300 Gramm Spinat mit 20 Fischstäbchen. Ja, damals war ich noch nicht Vegetarier, da habe ich das dann durchgezogen. Aber ihr wisst, was das für eine Menge ist. Und das habe ich dann gekocht, frisch zubereitet, gegessen und bin dann wieder müde ins Bett. 2,5 Stunden später ging der Wecker wieder. Dann habe ich es mir ein bisschen einfacher gemacht und es gab einen Proteinshake zusammen mit Cornflakes. Und es waren schon wieder einige Kalorien drin. Dann konnte ich nochmal schlafen und dann ging es wieder ab in meinen Tag. Das ist nichts für jedermann, dieses nachts aufstehen. Denn manche brauchen auch einfach viel mehr diesen Schlaf und der ist dann viel wichtiger. Ich habe gemerkt, auf Schlaf eher zu verzichten und diesen durchgehenden Schlaf hat bei mir mehr bewirkt, als hätte ich lange geschlafen, aber dafür nicht die Kalorien intus gehabt und ich brauchte viele Kalorien. Jetzt kommt's in Zahlen, 8000 Kilokalorien pro Tag. Wie viele Mahlzeiten das sind, könnt ihr euch ja dann grob ausrechnen. Ich habe sogar meine Proteinshakes zuweilen mit Esslöffel von Öl, Olivenöl, Rapsöl, alles Mögliche mit angehäuft. 2-3 Stück, nur damit wieder mehr Kalorien reinkommen. Also ihr seht, beziehungsweise du siehst, Kompott. Ja, viele Kalorien können für richtig krasse Hardgainer der Schlüssel zum Erfolg sein. Und das sagen dir auch alle Profi-Bodybuilder. Die sagen auch immer, fressen, 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 fressen. Natürlich sollte eine Qualität drin sein, aber über die Qualität hinaus sind es auch oft einfach die Kalorien. Und das muss man eben dann bestimmen, wozu man gehört. Bist du wirklich ein Hardgainer, heißt das grundsätzlich, dass du mehr verbrennst und dann brauchst du auch mehr Energie, um das wiederum umzusetzen. Und dann kommt es auch auf das Alter an und so weiter. Das wirst du aber sehr leicht rausfinden. Du kannst dich gerne an den 3000 Kilokalorien orientieren. Machst du das dann 2, 3, 4 Wochen und du merkst ganz plötzlich, oh, du nimmst auch Fett zu, dann scheint das schon zu reichen für dich und du bist gar nicht so hart am Gainen. Und damit kannst du das dann auch versuchen zu reduzieren um 300, 400, 500, um zu gucken, nehme ich dann noch weiter zu. Sollte da du aber merken, dass da kein Fett zukommt, geh ruhig mal auf 4000, auf 5000 und so weiter. So habe ich mich dem auch genähert und habe gemerkt, dass ich sogar bei 6000 immer noch dazu fähig bin, abzunehmen mit dem Trainingsvolumen, das ich habe. Dazu muss ich sagen, ich war auch Basketballspieler und habe 2 bis 3 Mal die Woche Basketball gespielt und auch noch 4 Mal die Woche Krafttraining gehabt. Insofern kam das eben auch noch dazu. Aber ja, man muss sich als Hardgainer die Sporen verdienen und du musst so viel Kalorien zu dir fügen, dass du kräftig, mit vollem Fokus, voller Laune ins Training gehst und alles bereitgestellt hast, um dort das optimale Training rauszuholen, nicht schlapp, nicht müde sein und dann auch noch mit jedem Training dich verbessern kannst. Das ist die Faustregel. Was du dazu brauchst, wirst du dann merken. Und wenn es mehr Kalorien sind, sind es mehr Kalorien. Wenn es mehr Vitamine und Mineralien sind und an einzelnen Sachen natürlich dann hängt, dann wären die Kalorien nur eine Maßnahme. Also da gibt es ganz viele, woran es natürlich hängen kann, aber das Gesamtvolumen gehört dazu. Und ja, auch das, was du gesagt hast, nicht zu viel Zeit im Gym verbringen. Ich habe irgendwann gemerkt, ich muss mein Aufwärmtraining, das allgemeine Aufwärmen am Laufband, skippen, damit ich wirklich gut hinterherkomme. Als ich hinterher mehr Masse hatte und langsam 80 Kilo wog, da konnte ich es mir einfach nicht mehr erlauben, weil sich mein Trainingsvolumen etwas erhöht hat, weil ich mal jetzt zum Vierersplit übergegangen bin, weil ich den Rücken einzeln und die Beine einzeln trainiert habe, denn das waren bereits jetzt schon viel Muskulatur, die ich hatte. Und dann kann man nicht mal eben 3 davon in einem Training unterbringen. Wenn man nicht gerade irgendein Lauch und Lappen ist, dann ist das nicht mehr effizient möglich. Und deswegen habe ich dann auch irgendwann angefangen, diese Zeit natürlich zu optimieren. Ich wollte nie länger als 2 Stunden drin sein, samt Aufwärmtraining. Da habe ich auch gemerkt, es bringt einfach nichts mehr. Ich bin schlapp, ich bin K.O. Klar kann ich noch trainieren, die Willenskraft ist da und das werde ich noch schaffen, aber ist es effektiv? Ich denke nein. Und selbst bei 2-Stunden-Einheiten, das heißt bei irgendetwas, wo ich 2 Muskeln am Tag trainiert habe, habe ich mir ein Intra-Workout-Shake gemacht und da war auch Zucker drin, 50 Gramm Zucker, einige Aminosäuren und so weiter. Sicher ist sicher. Egal, wer euch da erzählen wird, oh, ist doch Schwachsinn, ihr verschwendet nur Supplements, denn es gibt ja auch noch euren Aminospeicher und Aminopool, den ihr immer noch vollgenommen habt. Ja, stimmt, aber sicher ist sicher, denn was ist, wenn mein Aminopool erschöpft ist und ich weiß es nicht? Warum nicht? Dafür ist das da. Ich investiere dieses Geld sehr gerne, weil die Zeit, die ich investiere für Bodybuilding, ist mir um einiges mehr wert. Und bevor ich auch nur irgendwann 1 Gramm vermisse, habe ich lieber die meisten Tage 10 Gramm zu viel intus. Daran solltet ihr euch gewöhnen als Bodybuilder, ansonsten werdet ihr auf der Strecke bleiben. Also insofern ja, halt es unter 2 Stunden, halt es möglichst bei 90 Minuten, halt es effektiv. Wie gesagt, ich habe aufs allgemeine Aufwärmen verzichtet, aber ganz wichtig ist auch da, wenn ihr das individuell nicht schafft,
wenn ihr schon euren Kreislauf in Schwung bringen müsst, bei mir geht das sehr schnell. Ich gehe nur die Treppenstufen hoch und bei mir eben als Hardgainer, ich habe eine harte Verbrennung und dementsprechend geht auch schnell der Puls hoch, dann bin ich eigentlich schon warm. Allerdings habe ich noch nie etwas geskippt wie zum Beispiel das spezifische Aufwärmen, denn da geht es an die Muskulatur, die Gelenke und so weiter und die sollten warm sein. Naja, aber insofern kann ich das nur bejahen. Taste dich daran und guck, dass du für deinen Körper das Beste rausholst. So, und jetzt machen wir noch eine dritte hinterher, obwohl wir schon bei über 10 Minuten sind. Ataro fragt, ist die Maschine, bezogen auf das Rückenvideo für den Latzug, ist die Maschine besser oder der klassische Latzug am Kabel? Kennt ihr das, wenn es am Kabel hängt, ne? Die meisten das machen, hinterm Rücken, vorm Rücken, was auch immer. Könnt ihr mal bitte ein Video darüber machen? Ihr bin ich. Wahrscheinlich mit der Person, mit der ich das Video gemacht habe. Also grundsätzlich kann man Ataro nicht sagen, was besser ist. Das sind verschiedene Übungen für ungefähr den gleichen Muskel. Es gibt manchmal Übungen, wo man eindeutig sagen kann, das trifft den Muskel tendenziell besser und das andere weniger, aber in diesem Fall kann man es kaum sagen. Ich persönlich mag die Maschine sehr, auch wenn sie umständlicher ist, weil man das ganze plate-loaded machen muss, aber weil ich einfach eine andere Übersetzung darin habe und weil sich das gut anfühlt, so wie es ist, vor allem weil sie zusammen, also oben zusammenkommen und unten dann auseinandergehen. Das mag ich sehr, das habe ich bei dem Kabel dann eben nicht. Aber ich habe die meiste Zeit meines Lebens auch den normalen Kabelturm benutzt und mache es da ganz nach Vorliebe. Variiere es immer wieder. Alle 4 bis 8 Wochen, wenn du den Trainingsplan vielleicht mal änderst, bring einfach eine andere Übung rein. Und das ist auch manchmal saisonal. Manchmal gefällt mir die Maschine richtig gut, aber dann habe ich richtig Bock, nach 6 Wochen mal wieder das andere zu machen. Und die Lust spielt dann natürlich auch eine Rolle bei, aber dann habe ich auch ein wahnsinnig gutes Gefühl da drin und plötzlich funktioniert das wieder richtig gut. Also insofern, um die Frage komplett zu beantworten, nein, es ist nicht definitiv besser. Finde da deine Variation, die du am liebsten magst, aktuell am liebsten magst und natürlich auch, die dir dann auf Dauer, wenn du das evaluierst, mehr bringt. Aber man kann nicht sagen, sie sind besser. So, das war's jetzt erstmal wieder. Die nächsten beantworte ich dann im nächsten Video. Jetzt folgen wieder eine ganze Menge mehr. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, lasst mir vor allem Kommentare dann. Das hilft unheimlich und sorgt dafür, dass es direkt wieder weitere Videos gibt. Denn ihr seht, ich gehe auf eure Kommentare gerne ein. Auch wenn das jetzt mal für gerade mal 1,5 Wochen nicht so der Fall war, aber in der Regel sogar mit einem Video. Insofern, eure nächsten Fragen gerne unten rein. Kommentare zu dem, was ich hier gesagt habe, gerne unten rein. Allgemeine neue Fragen, gerne unten rein. Ballert es rein. Lasst mir erstmal ein Like da, denn dann weiß ich, das kommt auch an und dann mache ich das Format auch gerne weiter. Und natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Channel. So, ich bin raus, das war's von mir, euer Gotti, bis bald.